es ist Montag, guck mal Mittag. Ich habe schon ein bisschen was gemacht, die Waschmaschine läuft. Ich war auch schon bei Physio, deswegen sehe ich auch leicht zerknittert aus, ne, weil man da ja mit dem Gesicht auf der Liege liegen muss. Oder ich mag das lieber, wenn ich eben liegen durchgeknetet werde. Ja, und ich war vorher noch beim Arzt, genau, das neue Rezept dafür auch bekommen. Und jetzt bin ich zu Hause. Die Kinder sind noch nicht da. Die kommen heute auch nicht so früh. Die kommen heute erst spät. Wie jeden Montag haben sie langen Tag, außer es fällt was aus. Isabel hofft immer noch, dass jetzt zur heutigen Zeit Sport ausfällt, weil, ja, das, was sie gerade in Sport machen, ist nicht ihr Fall. Ne? Ihr wisst ja, sie ist Turnerin. Sie läuft auch mal gerne, aber sie mag nicht so gerne so diese Ballspiele wie Basketball und so weiter. Und letztes Mal haben sie Volleyball gespielt und ich sage, auch bei Volleyball schafft sie erst, Ball ins Gesicht zu kriegen. Ja, und das ist natürlich doof, mag sie nicht. Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Ich habe Volleyball geliebt, ich habe Basketball geliebt. Ich habe Faustball gespielt, als ich schon 3 Kinder hatte. Also ich liebe sowas. Momentan ist leider gar nichts mehr bei uns, auch seit Jahren. Nichts mehr in der Richtung hier in der Gegend. Sonst würde ich auch wieder spielen. Ja. Ihr könnt mir gerne erzählen, was ihr gerne macht am Sport. Ne? Ob ihr jetzt gerne Ballspiele, ne, ich sag mal Jungs, Fußball, ne? Oder eben wie ich früher Volleyball, Basketball, Faustball, das habe ich alles, obwohl ich so klein bin, gerne gespielt. Ja, und ich mag auch sehr gerne sowas wie Aerobic. Aerobic, Step Aerobic, solche Kurse, wo man mit Musik, mit anderen Frauen und Männern richtig schön sich abstrampeln kann. So ein bisschen flott mit, ne, Schmackes. Das ist genau mein Ding. Ich bin kein Typ für Muckibude, wo man so, ne, so an den Geräten sich nur trainiert, sondern ich bin wirklich der Typ, der so gesellige Runde mit den anderen zusammen mit schöner Musik abstrampelt. Ja. Das war jetzt erstmal das Wort zum Montag. Ui, habe ich schon wieder zu viel gequatscht. Ich wollte wie jeden Tag jetzt im Advent meinen Kalender aufmachen. Was haben wir heute? Den 7. Wo ist denn jetzt die 7? Seht ihr die 7? Ich nicht. Ach da! Da habe ich die 7. Von der Seite. Nee, das ist jetzt hier so rum. Plätzchengewürz. Für alle Ausstechplätzchen oder auch Spritzgebäck. Passt. Wir müssen ja dringend neue Plätzchen backen. Aber ich kann euch vorlesen, wenn ich sehen kann, was da drin ist. Zimt, Orangenschale, Ingwer, Koriander, Zitronenschale, Tonkabohne, Vanille. Oh. Also bei sowas, so wie das geschrieben ist, so winzig klein, brauche ich echt meine Lesebrille. Gerade habe ich meine liebe Mühe gehabt, das zu lesen. Mann, ich dachte, ich brauche keine. Das ist eh mehr, ja, Dekorationszwecken dient. Aber nee, ich brauche in letzter Zeit tatsächlich immer häufiger die Brille. Ja, auf jeden Fall müssen wir ja dringend Plätzchen backen. Und ich wollte tatsächlich auch mal was ausprobieren, was Neues. Spritzgebäck, eventuell mit der Bertha. Und ich habe immer noch nicht das Video fertig gemacht für euch mit meinen Backutensilien. Ich überlege gerade, ob ich das als extra Video heute auch noch mache. Nee, erstmal möchte ich aber bitte mein Cappuccino trinken und ja, die Werbung durchgucken. Das machen wir jetzt mal. Hunger habe ich immer noch nicht. Ich habe vorhin eine Kleinigkeit gegessen. Mal gucken, wann ich jetzt wieder was esse. Ich habe noch ein bisschen Suppe von gestern und, nee, von Samstag. Und gestern haben wir Pizza gemacht. Ein paar Stückchen sind noch da. Mal gucken, ob ich die mir warm mache nachher. Oder ob ich die für die Kinder lasse. Also, auf jeden Fall muss ich aber jetzt erstmal die Family fragen, was sie sich zum Mittag, nee, zum Abendessen wünschen. Ne, wir haben ja hier so eine Familiengruppe. Und da frage ich jetzt mal, was wollt ihr heute essen? Jo. Mal gucken, was kommt. Wir gucken mal das, was ich jetzt morgen tatsächlich auch anfangen kann. Ich muss morgen früh um kurz nach 8 in Bevensen sein zum Ozapftest, dem nächsten Termin.
Bluttest und dann kann ich hinterher tatsächlich den Wocheneinkauf machen, weil gestern war das ja eigentlich spontan nur ein kleiner Mini-Einkauf. So, ihr Lieben, ich sitze immer noch hier oder schon wieder. Hinter mir läuft jetzt schon der Geschirrspüler, habe ich angeschmissen. Ich habe jetzt das Ding in der Hand und zwar, ich bin ja bis jetzt kläglich dran gescheitert, handgeschriebene Einkaufszettel mitzunehmen. Ich schreibe mir zwar ab und zu welche tatsächlich, aber meistens bleibt das hier auf dem Tisch liegen. Oder wenn ich das tatsächlich mitnehme, finde ich es in meiner Tasche nicht wieder. Dieses Teil habe ich eigentlich ja immer dabei. Das ist bis jetzt noch nie passiert, dass ich es vergesse. Nee, doch, aber da war ich nur ganz kurz weg. Und jetzt suche ich, ich gehe mal einfach in Play Store und gebe ein Einkaufsliste. Und dann gucken wir, was er mir sagt. Einkaufszettel. Welche Apps da jetzt gibt's? Es gibt so viele. Welche nutzt ihr? Das ist jetzt... Hier gibt es welche von Brink, Labs, Einkaufsliste Brink, was ist das jetzt? Rezepte und Angebote über diese App. Der einfache gemeinsame Einkaufszettel für die Familie, Paare und Freunde. Bewertung 4,2 Sterne. Was ist das jetzt? Vereinfacht das Einkauf von Millionen Haushalten weltweit. Ja, ihr Lieben, ich bin jetzt ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen. Schon wieder, ne? Die Olle bettelt ja schon dauernd um Hilfe. Sagt mir, was für Apps ihr nutzt zum Einkaufen. Für die Einkaufslisten. Ne? Das wäre mir jetzt wirklich sehr geholfen. Welche Apps ihr nutzt. Und auch welche... es gibt ja verschiedene Sachen, wie jetzt bei Rossmann App, ne? Da gibt es immer wieder Angebote, Coupons und so weiter, wo man was sparen kann, wo man jetzt irgendwie auch mal was gratis bekommt und so. Bei DM gibt es das gleiche auch. Ich weiß jetzt nicht, wo gibt es denn sonst noch? Lidl App gibt es ja auch. Was gibt es noch alles für Apps? Kaufland? Hat Kaufland sowas? Sagt mir bitte einfach mal, was ihr nutzt und ich gucke mir das an, weil ich bin hier gerade mit dem ganzen Angebot leicht überfordert. So, und wir machen jetzt erstmal Folgendes. Ich muss mir überlegen, was ich heute Abend zum Abendessen machen soll. Was haben wir jetzt hier? Ich habe jetzt hier Gulasch gefunden. Also von der Fleischtheke bei uns, beim Edeka. Und ich glaube, ich werde das jetzt einfach mal auftauen. Und dann mache ich heute Abend, ja, nicht ganz so Rindergulasch, wie die meisten das kennen, sondern mit ein bisschen mehr Gemüse drin und so. Und dazu Buchweizen. Ist das eine gute Idee oder ist das eine gute Idee? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das schmeiße ich jetzt in die Mikrowelle, weil, ja, ist nicht mehr so viel Zeit, um das jetzt, hätte ich eigentlich gestern rausholen sollen. Schmeiße ich jetzt in die Mikrowelle und lasse es auftauen. Und dann werden wir, nachdem ich hier ein bisschen Haushalt erledigt habe und so, wenn die Zeit dazu gekommen ist, ich denke mal sogar im Instant Pot. Bietet sich an, geht schneller, machen wir. Thank you.
So, ihr Lieben, ich habe jetzt erstmal einen Teil der Hausarbeit beiseite gepackt. Die Waschmaschine läuft, die nächste. Ich muss eigentlich noch sauber machen. Aber bevor ich das mache, möchte ich jetzt schon mal ein paar Plätzchenteige fertig machen. Die gehören nämlich, die meisten davon, in den Kühlschrank. Für mindestens eine Stunde. Ob ich die heute verarbeite, ist eine andere Frage. Aber ich habe die dann im Kühlschrank. Die können im Kühlschrank bis zu 2 Tage liegen bleiben. Vielleicht sogar länger, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall muss ich die gar nicht heute alle weiterverarbeiten, also backen. Aber ich möchte wenigstens 1 oder 2 schon mal im Kühlschrank oder im Anbau liegen haben, damit ich die, wenn ich mal zwischendurch Zeit habe, auch tatsächlich was backen kann. Und zwar habe ich gedacht, ich probiere mich mal an Vanillekipfeln. Habe ich noch nie gemacht, also selber. Deswegen möchte ich das mal tatsächlich ausprobieren. Und hier, ich habe das wieder mal aus meinem Lieblingsbuch. Muss ich gucken, ob ich das irgendwie sauber kriege, das Buch. Und zwar ist das jetzt hier das Rezept. Ne? Also ich brauche 150 Gramm Butter, dann 250 Gramm Mehl, dann Puderzucker, Eigelb, Vanilleschotte. Ich nehme anstatt Vanilleschotte, ich glaube, entweder die Bourbon-Vanille hier oder, wo habe ich das denn jetzt? Hier, genau, Tonkazucker. Das nehme ich jetzt von eins von beiden, muss ich mal gucken. Mandel, Prise Salz und so weiter. Und das ist jetzt hier eine Portion für, wie viele steht hier nicht? Ich denke mal, ich mache jetzt einfach mal eine einfache Portion tatsächlich davon. Und wenn das klappt, kann ich ja immer noch welche dazu machen. Und ich werde natürlich nicht extra irgendwelche Bleche mit dafür zulegen. Das habe ich gar nicht. Ich mache das einfach mal per Hand alles auf normalem Blech. Aber den Teig, den schmeißen wir jetzt schon mal an. Und zwar mit der Bertha. Und hier steht, 150 Gramm Butter brauche ich. Ich habe jetzt hier angefangene Butter. Mal gucken, wie viel das jetzt ist. Jo, das ist jetzt. Passt. Und diese Butter, die geben wir jetzt einfach mal hier rein. Dann brauchen wir Puderzucker. Brauchen wir Mehl oder Speisestärke? Hier ist es Mehl, okay. Puderzucker und zwar 80 Gramm. Tag. Hallo. Guten Abend, guten Mittag. Raphael ist da. Entweder die Suppe noch warm machen oder die Pizza von gestern in der Mikrowelle. Ich hatte eigentlich Bock auf Pizza gehabt. Ja, dann machst du dir die Pizza von gestern. In der Mikrowelle ist gerade was, musst du rausholen. So, Puderzucker geben wir jetzt rein und rühren das Ganze mal. Ich nehme gleich den Knethaken. Was ist da drin? Oh, ist Schafskäse. Gulasch. Und dann brauchen wir 2 Eigelb. Das heißt, ich muss jetzt Eier trennen. Oh, ich hab's noch. Und zwar 2 Stück. Hier ist Eiweiß und dann geben wir Eigelb rein. Und die Eigelb, ich überlege gerade, ob ich danach noch Kokosmakronen mache, bietet sich ja eigentlich an. Und ich glaube, ich nehme tatsächlich, was steht hier, eine Vanilleschotte. Ich glaube, ich nehme mal einfach mal diese hier, Bourbon-Vanille. Und zwar 2 Stück. Ohne Verpackung natürlich am besten. Ich nehme einfach mal beide Tütchen rein. Soll ja vanillig sein. Und wir lassen das Ganze eine Runde rühren. Ja, und dann brauchen wir 200 Gramm Mehl und 150 Gramm Mandeln. Ich überlege mal, das ist nicht zu viel.
Aber eigentlich steht es der da drin. Mandeln habe ich jetzt hier erstmal 100 Gramm. Die gebe ich da schon mal rein. Ich steuere mal nicht weiter, ich gehe ins Wohnzimmer öfter. Mach das mal. Und dann brauchen wir noch 50 Gramm davon. Messen wir mal ab. Und 200 Gramm Mehl. Machen wir mal alles nach Rezept. Jetzt nehmen wir aber den Knetacken und das Mehl rein. Und los geht's. Ja, das Ganze verknete ich jetzt erstmal. Mehr kommt da nicht rein. Und dann stelle ich das einfach mal in den Kühlschrank. So, der Teig wandert schon mal in den Anbau. Erstmal hier in den Kühlschrank. Zum Kaltstellen und ich überlege gerade, welches ich noch mache. So, ihr Lieben, ich möchte jetzt noch einen Teig fertig machen. Und zwar wieder was ich noch nicht gemacht habe. Ich wandle das aber ganz leicht ab. Ich möchte jetzt keine Zitrone mit reingeben, sondern ich mache jetzt einfach mal das Plätzchengewürz mit rein. Und zwar sind das jetzt diese Tante Resis Ausstecherle. Und zwar brauchen wir 250 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker, 2 Eigelb, ein ganzes Ei, 500 Gramm Mehl und dann eine unbehandelte Zitrone, ein Eigelb und einen Teelöffel flüssigen Kaffee. Vielleicht flüssigen Kaffee ist eigentlich zum Bestreichen nachher, wenn man die backt. Ne? Da braucht man ein Eigelb und einen Teelöffel flüssigen Kaffee zum Bestreichen, damit sie eben diese Farbe haben, nehme ich mal an. Das sehen wir weiter. Aber auf jeden Fall brauchen wir Butter, und zwar 250 Gramm. Und das heißt eine ganze Packung. Zack, na komm. 200 Gramm Zucker. Eine Prise Salz. Und das Ganze werden wir jetzt verrühren lassen. So, dann, wie ich schon sagte, möchte ich mal dieses Plätzchengewürz ausprobieren. Passt für 500 Gramm. Geben wir jetzt einfach mal dieses Plätzchengewürz rein. Und dann brauchen wir 2 Eigelb. Ich habe ja hier noch immer meine Schale mit den Eiweiß. Sammle ich mal und dann mache ich tatsächlich vielleicht Kokosmakronen. Also wir trennen jetzt noch 2 Eier. 2 Eigelb brauchen wir. Und ein ganzes Ei. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch Mehl, und zwar 500 Gramm. 500 Gramm Mehl haben wir. Mehr brauchen wir nicht. Aber um Mehl reinzukneten, machen wir jetzt einfach mal wieder besser den Knethaken rein und dann das ganze Mehl. Und ich lasse das Ganze jetzt erstmal eine Runde kneten. Mehr brauchen wir nicht, dann stelle ich einfach den Teig auch wie den anderen in den Kühlschrank oder in den Anbau und warte eben ab. Hier steht sogar für einen ganzen Tag, sollte man das stehen lassen. Teig über Nacht ruhen lassen. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, wenn ich den nicht heute verarbeite. So,
Teig Nummer 2 ist fertig. Der wandert jetzt auch in den Kühlschrank. Und ich mache jetzt eins von den Teigen, die ich euch schon gezeigt habe. Und zwar das für diese Doppeldecker, die ich letztens gemacht habe. Schmeiße ich jetzt einfach mal an, ohne Kamera. Das könnt ihr euch von der letzten Woche das Video angucken, glaube ich. Und dann, denke ich, mache ich tatsächlich die Kokosmakronen. So, ihr Lieben. Ich habe jetzt Isabel gefragt. Die mag absolut gar keinen Kokos. Ich glaube, hier mag den gar keiner so wirklich. Oder Christian, mag er Kokos? Nein, auch nicht, ne? Das mag ich nicht. Deswegen machen wir jetzt Haselnussmakronen. Die gehen eigentlich genauso. Ich habe ja hier 4 Stück Eiweiß. Die gebe ich jetzt einfach mal in die Schüssel rein und gebe erstmal eine Prise Salz dazu. Und dann müssen die aufgeschlagen werden. Ja, die anderen Teige, die habe ich jetzt alle einfach in den Anbau geschafft zum Kaltstehen. Und jetzt lassen wir die einfach mal die Eiweiße steif schlagen. Und dann brauchen wir Zucker. Ja, ich habe jetzt hier, ich gucke mal, wie viel das ist. Das sind jetzt nicht ganz 150 Gramm. Ja, nehmen wir mal so 185 Gramm Zucker und dann denke ich mal wieder ein Tütchen von diesen Tonka-Bohnen. Oder nehmen wir jetzt Vanillearoma? Eine ganze? Ja. Ich glaube, ich nehme mal dieses Tonka-Zucker. Und jetzt nach und nach ein bisschen von dem normalen Zucker reinigen lassen. Ich habe die auch noch nie selber gemacht. Das ist alles jetzt zum ersten Mal. Ich probiere es einfach wieder mal aus. Und es wird langsam richtig schön weiß. Und ich habe sogar tatsächlich Oblaten da. Wer keine hat, kann natürlich ganz normal die Makronen nachher aufs Backblech, auf Backpapier setzen, geht auch, aber ich habe mir gedacht, ich probiere mal, wenn schon, ne? Gleich auch mit Oblaten. So, ich bin gespannt, wie es wird. So, Eiweiß ist geschlagen und dann brauchen wir eigentlich nur die Haselnüsse oder halt Kokosnüsse, ist je nachdem, was ihr wollt. Und hier will einfach keiner Kokosnuss haben. Das ist jetzt, ja, so. Der Stand der Dinge. Ja, ich wollte Kokosmakronen machen. Hallo. Ja, und jetzt machen wir, wenn das aufgehen soll. Soll ich helfen? Nö. Jetzt müssen einfach die Haselnüsse untergehoben werden. Also jetzt nicht mit dem Schneebesen oder so groß wieder einrühren, sondern untermischen. Ja, und so sieht jetzt die Masse aus. So, der Backofen ist an, der darf jetzt vorheizen. Ich habe jetzt hier Backblech mit Backpapier und versuche wieder mal was aufzumachen, was nicht so gut geht. Und hier haben wir jetzt diese Oblaten. Habe ich auch noch nie was damit gemacht. Da sind solche Plättchen, ne? Keine Ahnung, was das für Teig ist, Kekse. Und die verteile ich jetzt einfach mal hier drauf. Man kann natürlich die Makronen mit dem Spritzbeutel drauf spritzen, muss man aber nicht. Es geht auch mit Löffel. Ja, ich nehme einfach mal jetzt Löffel, 2 Stück, und dann setze ich einfach mal
solche kleinen Häufchen auf die jeweiligen Oblaten drauf. Die kann man dann am besten auch noch korrigieren, wenn man will. Am besten, glaube ich, nicht ganz so viel, nicht ganz so groß machen. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. So sieht es jetzt aus, nachdem es mit dem Spritzbeutel, den ich hatte, dieses billige Spritzbeutel-Ding, ne, diese Einmal-Dinger, nicht geklappt hat, habe ich das jetzt alles mit Löffel und Finger gemacht. Drückt mir die Daumen, dass es auch was wird. Jetzt wandert das Ganze einfach mal in den Backofen. So, die Makronen, oder mein erster Versuch, was Makronen werden soll, ist im Backofen. Ich weiß nicht, ob das was wird, ich bezweifle es. Ja, aber sowas passiert auch mal, ne? Verbuchen wir es dann unter, ging die hörige Hose. Und jetzt ist Zeit fürs Abendessen und deswegen werfe ich jetzt schon mal den Instant Pot an. Und zwar auf Programm anbraten. Und wir machen 15 Minuten. Und zwar machen wir jetzt, ja, eigentlich so ein Gulasch. Ja, sowas ähnliches wie Gulasch zum Abendessen. Also, ich habe jetzt hier Gulaschfleisch, dann habe ich eine Zwiebel, eine Paprika, zwei Möhren, ein bisschen Knoblauch und Tomatenmark. Das kommt alles rein. Und das Ganze muss natürlich jetzt erstmal geschnitten und geschält werden. Okay, geschält hat Isabel, außer Knoblauch. Und jetzt schneiden wir einfach mal alles ein bisschen vor für den Nicer Dicer. Die Möhren, die reibe ich, aber Paprika und Zwiebeln, die schneide ich jetzt einfach mal mit dem Nicer Dicer klein. Also, der Knoblauch muss noch geschält werden, genau. Heute bleibt der Herd mal kalt. Ich mache alles mit den anderen Geräten, und zwar Buchweizen mache ich gleich im Instant, im Tiefall. Passt dann auch schon. Hier habe ich mit Eiweiß gekleckert. So, das Öl ist heiß. Wir packen jetzt einfach mal das Fleisch rein und lassen es mal anbraten. Und in der Zwischenzeit schreddern wir mal die Zwiebeln. Boah, ich weine schon wieder. Ja, die Zwiebel, die wandert jetzt einfach mal zum Fleisch rein. Normalerweise gehört in so einem Gulasch deutlich mehr Zwiebel rein, aber naja, ihr kennt ja meine Family. Gut umrühren und dann auch einfach mal ein bisschen anbrutzeln lassen. Und in der Zwischenzeit alles andere klein machen, und zwar jetzt Paprika. Fertig, die lasse ich jetzt mal stehen und reibe hier die Möhren und den Knoblauch. Die Möhren wie immer auf der groben Reibe. Ja, und jetzt gebe ich einfach mal die Möhren und den Knoblauch rein in den Topf. Rühre das Ganze um und lasse das auch noch ein bisschen anbrutzeln. So sieht es jetzt aus. Und ich gebe jetzt einfach mal noch die Paprika mit rein. Ja, im Instant Pot geht das natürlich sehr schnell, muss ich sagen. Also deswegen schmeiße ich den jetzt auch an, weil ich noch ein paar andere Sachen zu erledigen habe. Ich habe noch immer nicht durchgesaugt hier. Und ja, so ein paar andere Kleinigkeiten. Ne? Jetzt packe ich einfach mal Tomatenmark rein. Ich weiß, in Gulasch gehört vielleicht nicht unbedingt Tomatenmark rein, aber ich möchte das heute. Lasse den jetzt ein bisschen anrösten. Ich würze auch ein bisschen, bevor ich den richtig dann zum Schmoren anstelle. Und zwar Salz, Pfeffer, Paprikapulver. Und ein kleinen Hauch Chili. So, mir nicht. So, das Ganze darf jetzt eine Runde noch
bis zum Ende des Programms anbraten. Und ich gucke, was unsere Haselnussmakronen machen. Oh, die sehen eigentlich schon ziemlich fertig. So sehen sie aus. Natürlich sind sie auseinandergelaufen, wie auch anders zu erwarten. Aber ich finde gar nicht so schlecht. Die müssen jetzt nur noch schmecken, ne? Hier. Das ist jetzt eine von den Haselnussmakronen. Bin gespannt, was meine Familie dazu sagt. Ich glaube nicht, dass sie großartig schöner geworden wären, wenn sie jetzt mit dem Spritzbeutel gemacht worden wären. Die wären trotzdem auseinandergegangen, ne? So. Es piept. Das Programm ist jetzt fertig, das Anbraten. Und guckt mal, wie schön das jetzt aussieht, wenn man was sehen würde. Ich überlege gerade, ob ich noch ein bisschen Tomatenmark reingebe. Mache ich mal. Ja, und jetzt kommt einfach noch Wasser rein. Ein paar ganz kleine Lorbeerblättchen rein. Wirklich so eins, zwei. Machen wir mal zu. Zu. Ventil auch. Dann brauchen wir dieses Programm Meat Stew. Und zwar ein bisschen natürlich länger als Hackfleisch. Vorher hatten wir Hackfleisch eingestellt. Wir machen mal 45 Minuten und das war es dann. Jetzt warten wir, bis es durch ist und gucken, ob das alles weich geworden ist oder nicht. Ja, und dafür schieben wir das Ding jetzt einfach mal beiseite. So, ich habe jetzt hier ein bisschen sauber gemacht. Das Ding macht seine Arbeit weiter von alleine. Und hier habe ich jetzt den Teig für die Vanillekipferl. Der hat jetzt so eine gute Stunde gekühlt. Und jetzt versuchen wir mal welche zu machen. Ich teile den mal und dann muss man eigentlich eine Wurst machen, wenn die jetzt mitmachen würde. So, und jetzt will ich einen Trick versuchen, den ich woanders mal gesehen habe, damit man dieses per Hand formen sich erspart. Sollte man sowas machen. Das erste sieht natürlich überhaupt nicht nach Kipferl aus, aber das nächste eventuell. Zack. Und das sieht tatsächlich danach aus. Ich bin gespannt. Das sieht eigentlich schon ziemlich nach Vanillekipferl aus, finde ich, dafür, dass ich die zum ersten Mal überhaupt probiere. Ein bisschen abrunden vielleicht. Ich verarbeite jetzt den Rest vom Teig und dann kommt das Ganze in den Ofen. So, ihr Lieben, fertig. Und die haben die Form behalten. Sind leider mir ein bisschen zu braun geworden, aber das ist nicht schlimm, denke ich mal. Ja, ich war wirklich nur ein paar Sekunden aus der Küche raus. Passiert halt immer wieder. Jetzt habe ich hier ein bisschen Puderzucker und Vanillezucker. Das vermische ich jetzt erstmal miteinander. Gebe das Ganze durch den Sieb auf die noch warmen Vanillekipferl. Und so sehen sie aus. Ich lasse die jetzt hier ein bisschen abkühlen und dann werden die in die Dosen verräumt. So, jetzt ist hier erstmal die Stunde der Wahrheit. Die 45 Minuten sind abgelaufen und ich probiere mal jetzt ein Stück Fleisch. Es ist richtig gut durch. Also die 45 Minuten, die reichen auf jeden Fall vollkommen aus. Aber das ist natürlich sehr flüssig gerade. Und man muss ein bisschen nachwürzen. Also,
geben wir jetzt noch Salz rein. Und dann, wie ihr es wollt. Also wenn ihr mehr Zeit habt, bei mir scharren schon die Hungrigen mit den Hufen hier, dann einfach nur einreduzieren lassen beim Kochen. Oder man nimmt einfach mal Soßenbinder. Und zwar machen wir jetzt Programm anbraten nochmal kurz an. Wir brauchen natürlich keine 15 Minuten mehr. 5 reichen. Und geben ein bisschen von dem Soßenbinder rein. Und lassen das Ganze kurz aufkochen. So, ihr Lieben, es ist vollbracht. Das Essen ist fertig. Ja, das Essen ist fertig. Ich rufe jetzt einfach mal die hungrige Familie zusammen. Und dann essen wir. Isabel ist bei der Fahrschule, das heißt, sie ist ein bisschen später. Naja, ist dann halt so. Ja, an dieser Stelle werde ich jetzt einfach mal dieses Video beenden. Ich glaube, das wird lang genug. Ich hoffe, das hat euch gefallen, was ich so euch gezeigt habe. War wieder ein bisschen wirr und durcheinander. Alles Mögliche erledigt. Vielleicht nicht direkt in der richtigen Reihenfolge, wer weiß. Aber naja, so ist es halt so hier, ne? Immer wieder mal. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.